Natürlich wieder hier in politischer Mission. Und damit das auch alles in Ordnung hat, habe ich auch extra meinen IKEA-Family-Ausweis dabei. Auch damit kommt man überall durch heute. So, ich würde sagen, mal ganz langsam mal rein in die gute Stube. Planungsmeister, hallo. Und danke Gott für dieses Werk. Auf dem Grund soll es zerspringen und Segen dem Gebäude bringen. Zerspring nun, du Glas im Grund. Geweih sei dieses Haus zur Stund. Das kriegt er nur alleine? Irgendwas läuft hier schief! Ich beglückwünsche Sie zu diesem wunderschönen großen Gebäude. Danke. Ich möchte Ihnen noch etwas von uns überreichen. Wir haben hier die Anlage G für die Gewerbesteuer, damit es nicht vergessen geht. Machen wir auch. Vielen Dank. Gerne. Danke. Sie haben es gehört, das Versprechen von dem Filialleiter der IKEA-Filiale Wetzlar. Die Gewerbesteuer wird sachgemäß abgeführt werden. Wir haben uns darum gekümmert. In Wetzlar wird es kein Panama geben. Vielen Dank. Hurra! Ich bedanke mich für diese Frage. Ich würde aber gerne zunächst eine andere Frage beantworten. Wir sind heute hierher gekommen, weil ein Buffet uns angeboten wurde. Wir haben extra unsere Nebentätigkeiten liegen lassen, um hier pünktlich anwesend zu sein. Das Buffet wurde gerade eröffnet. Immer da, wo ein Buffet ist, ist auch die Partei nicht fern. Und das werden wir uns auf jeden Fall gönnen. Natürlich, wir alle gehören zur IKEA Family. Diese agiert ja weltweit, von Luxemburg über die Niederlande bis hin zu den Cayman Islands. Jeder weiß das und auch wir möchten Teil dieses Imperiums sein und uns weltweit ausbreiten, wie auch IKEA. Wir benutzen das quasi als Steigbügelhalter. Schweden ist für uns steuertechnisch irrelevant und deswegen nicht auf unserer Agenda. Wir haben den Geschäftsführer Herrn Boje als Zeichen unserer Anerkennung und der Begrüßung hier in Wetzlar die Anlage G für die Gewerbesteuer überreicht, damit auch diese nicht vergessen geht. Er hat uns übrigens versprochen, das auch umzusetzen. So, mein Name ist Dominik Harapat, ich bin Kreisvorsitzender der Partei Die Partei Lahn-Dill. Ich kandidiere für den Bundestag hier im Lahn-Dill-Kreis als Direktkandidat. Ich wurde mit 100% der Stimmen der Delegierten gewählt und möchte mich gerne kurz vorstellen. Was wir vorhaben im Lahn-Dill-Kreis ist dabei vollkommen irrelevant. Wir haben nämlich festgestellt, dass Wahlen gewöhnlich gelernt werden auf Formaten wie Big Brother oder Dschungelcamp. Die Leute wählen niemanden mehr als Belohnung für gute Arbeit. Sie wählen Leute raus, weil sie nicht leiden können. Ich habe das auch beobachtet bei meinem Konkurrenten H.J. Irmer, der von der CDU mit 95%, lächerlichen 95% der Stimmen zum Direktkandidaten für den Lahn-Dill-Kreis gewählt wurde. Auch dieser versucht sich mit immenser Unbeliebtheit rauswählen zu lassen aus dem Lahn-Dill-Kreis und ich versuche das auch. Deswegen habe ich hier ein IKEA errichten lassen, der uns viel Verkehrsaufkommen und Umweltverschmutzung bescheren wird. Ich denke mal, dass das Wetzlarer Volk auf weitere dieser Aktionen verzichten kann. Der Rest des Lahn-Dill-Kreises, Herborn, steht noch auf meiner Agenda. Auch dort werden weitere Umbaumaßnahmen und Abbaumaßnahmen entstehen. Herborn beispielsweise könnte zu einem Parkplatz werden. Stockhausen möchte ich persönlich abschieben. Wenn Sie das alles verhindern wollen, dann geben Sie mir Ihre Stimme für die nächste Bundestagswahl und geben Sie mir jetzt schon Ihre Unterschrift auf meinen Unterstützerformularen. Ich muss 200 dieser Unterschriften sammeln, damit ich überhaupt auf dem Wahlzettel landen darf. Etablierte Spaßparteien wie CDU, CSU und SPD haben sich diesen kleinen Witz einfallen lassen. Sie selber haben sich natürlich von derartigen Aktionen in ihrer Freimütigkeit und grenzenloser Selbstdarstellung befreit. Davon benötige ich mindestens 200 Stück, gerne auch 250. Sie dürfen diese bei mir unterschreiben und mich abloben. Wetzlar muss frei werden von Harapat. Harapat nach Berlin abschieben. Vielen Dank. Kept it in the icebox and thawed some out when it got cold.